herzlich willkommen zurück hier auf der Erlengrad. Wie im letzten Video angekündigt, geht's heute in die Ernte. Und zwar mit unserem neuen Vorführtraktor. Jetzt müssen wir zuerst den alten nochmal zurückbringen. Zack. Einsteigen bitte. Und dann bitte einmal vorne abkoppeln. Und natürlich auch hinten abkoppeln. Und ich bin wahnsinnig gespannt, welcher das jetzt wird. Ich weiß nämlich selber noch nicht, aber schauen wir mal. Natürlich müssen wir uns heute auch eine metrische leihen. Langsam slow, Bubi, langsam slow. Geht's denn da zum Händler? Ja, super, das haben wir auch komplett falsch gefahren. Dann müssen wir ein bisschen fett fahren. Stört ja keinen. Und unser Feld ist auch nicht, also was juckt sind's? Geht da durch? Jawohl, da geht durch. So, der Lader, stimme am den wieder schön her. So müsste da eigentlich passen. Ein bisschen zurück noch. Sehr schön. So, da la. Ich werde jetzt kurz reinschauen zum Händler und ich sage, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich bin zurück und ich habe gerade erfahren, dass dieser schöne John Deere unser Vorführtraktor ist. Und zwar der John Deere 6130R. Also, wund der nicht geil ausschaut. Allerdings habe ich jetzt wieder vergessen, dass ich da zum Händler eingehe. Und dann metrischer wird das, der wir jetzt gar online. Auf dem Tablet, was nehmen wir denn dafür an? Da war einer dabei. Eine metrische, wir brauchen eh keinen großen. Itation, der schaut eh schon ganz lässig aus. Wir nehmen den Mega. Klasse Mega Dominator 204 oder ein 218er. Shit. 8000 Liter natürlich gebraucht mit Schrift und GPS. Jawohl. Einmal bitte mieten, natürlich auch ein Schneidewerk dazu. Nein, nicht Maispflüger. Was haben wir? Warzen? Brauchen wir sich. Aha.
Das tun wir auch mieten. Also einen Wagen habe ich vergessen. Einen Schneidewerkswagen noch. Nehmen wir ihn. So, jetzt sind wir mit um knapp 5000 Euro ausgeben für einen solcher Mähdrescher. So finde ich schon mal nicht schlecht. Oh, Ruck. So, jetzt auch da herum. Einmal einsteigen. Macht man da die Tür zu. Ah, so. Was tut man da? Ah, da kann man das Spiegel einstellen. Sehr schön. Und dann werfen wir das schicke Ding einmal an. 25 km/h, das ist eh gut. Jetzt müssen wir kurz in Außenperspektive fahren. Dass wir da jetzt schön auflenken können. So, da einmal danke. Sondern das Schneidewerk auflangen. Schon wieder beim Händler umgefallen. Der wird uns mal ganz schön was verzeihen, wenn wir aber seine Geräte umfahren. Na, ist hier oben. Na, das gefällt mir noch nicht. Einmal drauf, sehr schön. Und dann fahren wir zu unserem Weizenfeld. Ja, wie komme ich da jetzt dazu? Ohne dass ich was kaputt fahre. So, da, jetzt fahren wir zu unserem Weizenfeld. Traktor immer auch sofort. Leichte Probleme beim Lenken. Ja, da hat sich ein Schild verabschiedet. Und ich glaube, wir sind schon wieder Verkehr gefahren. Schnell, sollte als Gebrauch, gell? Super, läuft heute wieder, läuft. Bin letztes Mal mit der Tastatur besser gefahren, als mit dem Lenkrad. So, und jetzt bitte nimmer verfahren. Bock jetzt raus. Ja, Spitzengeschwindigkeit 25 km/h, das dauert jetzt ein bisschen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wo ich beim Feld bin. So, wir sind inzwischen am Feld angekommen. Und wir werden jetzt das Ganze mal anwerfen. Das geht schnell. Und einmal ein bisschen dreschen. Natürlich müssen wir Strohablage rein da, damit unsere Viecher dann Stroh reinkriegen. Ich bin in der Zwischenzeit bei ein paar Fädeln ein bisschen gemacht. Weil das Fädel noch nicht ganz fertig war, jetzt wenn man denkt. Jetzt mache ich das noch. Habe auch ein bisschen Heu gemacht. So dass wir jetzt in Ruhe dreschen können.
aber der fährt sich eigentlich ganz gut. Dazu haben wir kurz einen Höfer rein. Und wir holen dabei unseren Traktor. Einmal bitte Taxi zu. Na, da waren wir. Ja. Da. Und da ist das schöne Stück. Jetzt schauen wir mal, ob der Schlüssel passt. Wieso geht der jetzt nicht? Jetzt hat. Bisschen gespundener Schlüssel. Und da sieht man jetzt das schöne Stück. Das schöne Stück ist aus dem John Deere Bag. Wie beim Fernbus Simulator angekündigt, habe ich das mit draufgenommen. Kann ich Ihnen mal ein bisschen zeigen, die Funktionen. Du kannst da ein bisschen durchschalten. Da zeigst du dann, wie viel das drinnen hast. Das ist für einen Anhänger. Wie viel Kilo das du im Anhänger drin hast. Traktor Main Page. Keine Ahnung, was das ist. Ah, du kannst GPS einstellen und den ganzen Schmarrn. Das ist, glaube ich, auch für GPS. Kostet sehr viel da, ich weiß nicht, was da dran kostet. Ah, da steht kmh, wie ich einen Gang das dreimal vorwärts und rückwärts. Hier stehen die Höchstgeschwindigkeit, Motortemperatur, glaube ich, Tankfüllung, in welchem Zustand das Fahrzeug ist. Also ganz lässig. Natürlich mit Panoramadach. Was haben wir da noch drin? Da sieht man die Motortemperatur. Aber ich würde sagen, wir packen da jetzt einmal aus. Und fahren jetzt zu unserem Hof haben. Dort hole ich meinen Anhänger und dann werden wir ihn helfen ein bisschen abtanken. So, jetzt sind wir auf der richtigen Straße. Hoffe ich halt. Aber wo ich da vorne ist, unser Hof schaut gut aus. Jetzt duschen wir da ein bisschen raus. Und natürlich da gleich auf. Schaut euch die Federung an. Da kriegst du richtig. Da hast du noch ein Gefühl, als wie du richtig im Traktor da rein sitzen darfst. Jetzt muss ich zuerst einmal meinen Anhänger suchen. Der ist da vorne. Wer den einpackt, wird es selber gewinnen. So, geschissen einpacken. Schau, dass wir nirgends umfahren. Oder da. Geht sie nicht ganz aus. Durchfahren kannst du auch nicht, aber ich meine, jetzt haben wir es geschafft. Ein Schluck Vollgas. Geht sich das aus? Jawohl, das geht sich aus. Das andere Lenkeinschlag und runter zum Pferd. Wie sieht jetzt, die Wiesen beginnen zu blühen. Da mache ich Siloballen, da links. Ich habe jetzt mal alles gemacht. Teilweise ist schon zu heiß geworden, aber so, dann stehen wir in Spezi jetzt ab.
und einmal zack, aussteigen. Wo ist er jetzt? Fahrzeug einsteigen. Hilfe entlassen. Na, circa aufs Unkraut habe ich auch nicht geachtet. Aber das ist mir eigentlich so ziemlich wurscht. Mir ist wichtiger, dass zumindest ein bisschen Ertrag runterkommt, dass wir ein bisschen was verkaufen können. Jetzt gehen wir da mal in Innenperspektive. Herrlich. Herrlich, wie das läuft. Wir können in späteren Folgen vielleicht dann auch mal ein paar Felder pachten, nur dass wir es nur pachten und ein bisschen bewirtschaften. Weil kaufen schaut jetzt im Moment ziemlich low aus. So. Und jetzt geht's da wieder rein. Aber ich würde sagen, ich mache da jetzt ein bisschen weiter und wir sehen uns später wieder. Bis dahin, wo wir das erste Mal abtanken. Bis dahin, ciao. So, meine lieben Freunde, es ist soweit. Der Traktor kommt in Funktion. Der Drescher ist auf 80% und deswegen werden wir da jetzt ein bisschen abtanken fahren. Jetzt müssen wir da erst einmal ins Gescheit. So, jetzt da. Vom falschen Knopf von Kamera, oder was? Müssen wir uns da erst einmal bereit machen. So. Fährt der so aus. Sehr schön macht er das. Kann man sehen, wie es schön einrinnt. Und da sieht man jetzt die Prozentanzahl, wie viel das drinnen ist, die Literanzahl, wie viel Kilo. Also, das ist der Hammer. Da sieht man, welche Gerätefunktion was man angewählt hat. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Hänger angewählt. Jetzt ist der Hänger, also das hintere, dunkelgrau. Wenn ich da jetzt umwähle, dann ist das hell, ist der Traktor hellgrau und der Anhänger dunkelgrau. Da hast du einen Ballenzähler hast drauf. Und zum Beispiel heute, wir haben mit dem Traktor noch keine Ballen presst. Today, also heute 0. Total 0 und Raft Balkon was glaube ich quickete Bohlen. Aber das wir fahren jetzt zuerst einmal ausladen am Hof. Verkaufen werden wir das ein anderes Mal. Wo geht es denn zum Hof? Da hoffe glaube ich. Aber wir haben mit Sicherheit wieder verfahren. Ja, und was Zugang. Andere Seite hätten wir fahren sollen. Ja, macht nichts, können wir ein bisschen mal dumm. Du kannst den Traktor, eben jetzt mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit, du kannst den aber auch mit 53 km/h Höchstgeschwindigkeit bestellen. Ist natürlich jetzt dann auch wieder um einiges teurer. Wenn man denkt jetzt so zum Zorn durch einmal mit 45 km/h. 43, Entschuldigung. Wo ich schon 45. Aber wenn es einer von. Also wenn es der werden darf, dann darf man auf jeden Fall mit 53 km/h und natürlich gescheit Motorleistung. Weil von der Federung her und da vom Touchscreen und alles. Du brauchst eigentlich gar nichts mehr schauen, du siehst da die Ballen, wenn sie voll sind, du brauchst eigentlich den Hut,
hat oder wie das heißt, gar nicht mehr. Naja. So, da la. Einmal bitte abkippen. Schauen wir uns das auch an. Der das schon ordentlich macht. Oh, das geht schön. Da war vielleicht noch ein Display kommt. Bis jetzt, ich habe selber noch nicht geschafft, dass ich das Silo auftue. Das werden wir in der nächsten Folge dann nochmal packen, dass man da das Silo aufdernt. So, einmal wieder einsteigen. Und dann geht's zurück zum Feld. Fahren wir mal in andere Richtung, oh, da gehen wir gegen Verkehr. Natürlich vorbildlich fahren. So. Ich weiß, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, dass höchstwahrscheinlich ein Glas zum Testen ist oder ein Case. Da er aber jetzt den John Deere frisch eingekriegt hat und ich zufällig bei ihm war und mich hat der schon vom Anschauen ein bisschen angesprochen, hab ich gefragt, ob ich nicht den John Deere haben kann. Und er hat gesagt, das ist kein Problem. Und darum habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht? Probierst du mal einen John Deere? So, einmal bitte aussteigen. Und dann übernehmen wir das wieder selber. Und schaut, 4 Hektar hat das führt. Und 4 Tonnen, nein, 2 Hektar. Und 4 Tonnen pro Hektar bringst du aus, so. Aber umweltfreundlich ist der auch nicht. Dazu fahren wir ein bisschen mit. Stehen Häcksler eh Helfer aus und fahren selber ein bisschen. Damit man nicht sagen kann, ich bin auf alles so. Das nächste Mal, wo wir uns sind, der wir halt auf jeden Fall Unkraut beseitigen, weil da sieht man schon, dass sehr viele Einbußen sind. Wir haben bei nichts dunkel oder sowas. Das hat mich nicht gejuckt, aber ich weiß eh noch nicht, was ich als nächstes so sagen sollte. Aber in der Perspektive. Sehr schön macht er das, der Bubi, sehr schön. Aber so der Klass Mega, den was wir da haben, das ist der einzige Mähdrescher, den was ich in Real Life einmal gesehen habe. Also nicht im Fernsehen oder so. Sonst habe ich noch nie einen Mähdrescher gesehen, aber so einen in Bayern habe ich so einen einmal gesehen. Das war auch schon Jahre her. Was war ich da, vielleicht 10 Jahre alt, wenn ich den gesehen habe. Für meine Entsprechungen war der schon groß. Aber auch wenn da so klein ist, dass du mir mit dem in Real Life vorstehst und da so viele Treppen auf sind, der muss so hoch sein. Da können wir einige Strohballen raus.
Nächstes Mal werden wir auch tun, das Heu fürs Schwadern und vielleicht schon das Pressen anfangen. Das Wichtigste ist halt einmal, dass Stroh kommt, dass erstens das nicht nass wird und zweitens, dass wir da dann wieder ansagen können. Das ist mir das Wichtigste. Jetzt fahren wir mal einmal quer durch. Da auch was rausbringen. So, 137 Euro Lohnzahlungen. Die jucken mich aktuell nicht. Bei 137 Euro können sie mir bei ihnen seinen Kontostand noch leisten. Aber jetzt sind wir ungefähr bei 12 Tonnen Ertrag schon. Das ist ehrlich gesagt nicht schlecht. Dann sind wir auch ganz schön Skifahren. Ich wollte eigentlich gerade durchfahren. Es kommt davon, wenn man sich nicht aufs Fahren konzentriert, sondern sich auch über das Gehen redet. Jetzt sind wir schon wieder bei 77%. Aber ich darf sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Feld fertig ist. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt auf den letzten zwei Bahnen, würde ich sagen. Aber ich dachte, der Klaus Dominator hat sich wirklich bewährt. Er ist ein super Mähdrescher, es lohnt sich nicht zum Kaufen. Dafür ist er immer noch zu teuer. Vielleicht, wenn ich dann einmal ein bisschen mehr Feldfläche habe, dann vielleicht kaufen, aber hier jetzt im Moment sicher noch nicht. Naja. Da jetzt das letzte Stück einer weg und dann haben wir es geschafft für heute. Was haben wir gebraucht? Ein bisschen mehr wie 2 Stunden haben und haben wir angefangen. Obwohl, ich hab da um 7 in der Früh schon angefangen. Warum nicht alles getauscht? Ich bin noch über 8 in der Früh. Dann haben wir aber erst alles herfahren müssen und dann. Aber ich bin froh, wenn der Weizen hier unten ist. Der ist überreif gewesen. Wenn wir, glaube ich, nur länger gewartet hätten, war er ganz hin geworden. So, die letzte Bahn. Jetzt werden wir da das Rohr ausfahren. Das Rohr da ist. Sehr schön. Jetzt sehen wir da genau das Rohr. Da schauen wir jetzt, dass wir genau da hintreffen. Wo wir hin wollen. Also das ist ja mehr da oder was? Bisschen Arbeit. Das Rohr sehe ich von hier auch. Sehr schön, jetzt tankt er ab. Wir werden jetzt da jetzt raus verzischen. Motor aus. Und ein allerletztes Mal für heute mit diesem Traktor. Zum Hof fahren. Ich glaube, es sind jetzt knapp, was erste waren 6, 7, 15 Tonnen runtergekommen.
Wie haben wir jetzt drin? So, da war jetzt geht's los. Richtung Heimathof. Servus. Einmal darauf bitte. Jetzt müssen wir nämlich richtig, oder? Vielleicht kommt mir in fernerer Zukunft einmal einen größeren Anhänger da leisten, obwohl ich glaube, in so einem Bollenanhänger sind glaube ich Planken dabei gewesen zum Aufbauen. Weiß ich aber leider nicht mehr. So, jetzt kommen wir da vorbei. Jawohl, das schaut gut aus. Dann ziehe ich mir da rauf. Und einmal abkippen. Aber das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und ich darf mich wahnsinnig freuen und ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.